Da sind wir auch schon wieder bei Pillars of Eternity und ich höre die ganze Zeit im Hintergrund schon, seitdem ich das Spiel gestartet habe wieder, höre ich ein Aufruhr. Ich weiß jetzt noch nicht genau wo. Wenn ich hier runter scrolle, ist es weg. Wenn ich hochgehe, ist es wieder da. Kurios. Warum auch immer? Also ich verstehe das jetzt gerade nicht wirklich. Es ist offenbar hier ein Aufruhr. Vielleicht hier drin. Ich will einfach nur mal nachgucken, nur sicher gehen, dass hier nicht irgendwie gerade der Aufstand ausbricht. Ist ja durchaus möglich. Oder vielleicht sind das noch die Nachwirkungen von dem Kampf, den wir jetzt eben hatten. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aus welchem Grund bin ich jetzt eigentlich nach Ortnoa zurückgekehrt? Ich weiß es leider. Ich habe eine kurze, ein paar Tage Aufnahmepause gemacht. Jetzt bin ich mir unsicher. Was wollte ich eigentlich hier machen? Oh nein. Oh Gott. Ich will nicht. Aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen den jetzt besiegen, sonst... Ich habe die Befürchtung, dass der sonst unsere Burg platt macht. Und das wollen wir ja nun wirklich nicht. Das heißt, wir versuchen das jetzt einfach mal. Werden wahrscheinlich kläglich scheitern. Und ich werde es dann so oft versuchen, bis wir es irgendwann schaffen. Und dann, ja, dann gucken wir mal weiter. Was wir auch noch nicht gemacht haben, ist die ersten beiden... Ihr wisst, was ich sagen will. Level von Ortnoa oder von den endlosen Pfaden zu erkunden. Die haben wir ja übersprungen, dadurch, dass wir in dieses komische Loch da reingefallen sind. Den ersten Level hatten wir erkundet, aber nicht die anderen, die kommen. Ich frage mich jetzt gerade, gab es nicht einen schnelleren Weg darunter? Ja, ich weiß, dass wir hier hin müssen. Ich gehe mal auf schnelle Bewegung. Nicht, dass wir hier jetzt Ewigkeiten brauchen, um darunter zu kommen zum Drachen. Der wird wahrscheinlich eh schon auf uns warten. Aber wir hatten doch ein Schnellreisesystem. Oder wird das erst weiter unten freigeschaltet? Das kann natürlich auch sein. Weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau, oder? Doch, Moment, wir hätten oben reingehen müssen. Ach, ich bin doof. Nun gut, sei es drum, wir sind in Stufe 2. Das heißt, wir würden jetzt... Nee, wir haben Stufe 3 und Stufe 4 verpasst, glaube ich. Das heißt, wir könnten jetzt ja einfach mal in Stufe... In Stufe 2 oder Stufe 4 runtergehen? Stufe 3. So, dann gehen wir mal in Stufe 3. Die haben wir nämlich bisher nicht erkundet. Und dann schauen wir uns da einfach mal um und werden mal rausfinden, ja, was sich dort noch eventuell verborgen hält. So. Genau, denn hier waren wir noch nicht. Trotz ihres zeitlich bedingten Verfalls sind viele dieser Nischen mit eduranischen Nachnamen graviert. Ich hasse das immer noch, dass wir unter der Festung quasi direkt einen Friedhof haben. Muss das denn sein? Und eine Kanalisation offenbar. Kommt einfach mal so ein Ogre angerannt. Ja, und dann hat sie noch schon explodiert. So schnell geht das. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, wenn ich den schnellen Modus mal drin lasse, weil ich glaube, die zwei Pfade, die wir jetzt hier noch haben, die will ich jetzt wirklich nur einmal ganz kurz sehen. Relevant sind die nicht mehr, wollte ich gerade sagen. Diese in einer dezenten Nische aufgestellte Steinfigur scheint kühnen Schrittes voranzuschreiten, wobei sie einen Arm hochstreckt. Den Säbel der Entschlossenheit in den Griff der Statue platzieren? Anfangs gleitet der Säbel problemlos hinein, das letzte kleine Stück aber musst du ihn hineindrücken. Als sich der Unterarm der Statue plötzlich verschiebt und rotiert, hörst du ein dumpfes Knacken. Hinter den Wänden im Rücken der Statue hörst du das schleifende Malen eines Mechanismus. Nach dem Geräusch schabenden Steins schiebt sich näher bei dir ein Stück Wand zur Seite und gibt eine Türöffnung frei. Sieh an. Was habe ich denn dafür jetzt da reingesteckt? Oh nein, ich hatte hier noch eine... Ja, na gut, sei es drum. Aber so kommen wir in einen versteckten Abschnitt der Pfade von Ortnoa. Auch nicht schlecht. Lavaransstock. Nun gut.
Ich glaube, Zauberstäbe sind wieder so eine Sache, ne? Also das kann ja bei uns im Prinzip, oder ich sag mal, nur Elof wäre dafür wirklich der geeignete, die geeignete Person. Aber Trank der Infusion der Lebensessenz, das gibt man uns hier schon in weiser Voraussicht darauf, dass wir sterben werden beim Drachen da unten. Ohne jeden Zweifel. Ohne jeden Zweifel. Noch mehr Ogre, ja gut, das sage ich nicht nein. Wir haben ja wirklich ein ganzes Repertoire an Sachen unter unserer Festung. Da könnten wir ja einen Zirkus draus machen. Gut. War jetzt ein bisschen überdramatisiert, aber... Ach, und Drogen. Wir haben einen Drogenkeller. Fliegen wimmeln um diesen verrottenden Ogerkopf und versammeln sich über seinen toten Augen und dem schlaffen Unterkiefer. Lecker. Dieses Holzgerüst ist verfault und unter seinem eigenen Gewicht zusammengebrochen. Um es herum gibt es Spuren einer Ausgrabung, die offensichtlich aber vor langer Zeit aufgegeben wurde. Ausgrabung? Ach so, hier, ja, hier, sieh an, da ist ja schon der Schnellweg. Da könnten wir jetzt theoretisch runtergehen. Ich würde das, glaube ich, auch in Betracht ziehen. Würde jetzt aber zumindest mal noch diese Stufe hier erkunden. Weil die haben ja anscheinend doch noch einiges rumliegen. Zum Beispiel zumindest so ein ganzes Ogerlager anscheinend. Das könnte man ja mal mitnehmen, ne? Dann haben wir wenigstens auch die endlosen Pfade gesehen, weil ich glaube, Stufe 4 würde uns da noch fehlen. Soll ich Stufe 4 jetzt noch erkunden? Oder sagen wir einfach, naja, das wird wahrscheinlich... Diese massiven Knochen wurden gesäubert. Mehrere außerdem aufgebrochen, um an das Knochenmark zu gelangen. Auf allen Knochen sind Bissspuren zu erkennen. Gut, das ist nicht verwunderlich. Ich denke mal, wir sind hier in der Speisekammer der Oger gelandet. Aber auch hier frage ich mich mal wieder, was haben denn die Oger hier unten gegessen? Hier ist doch nichts. Hier ist nichts. Außer jede Menge Fallen. Und ein Bogen. Wow. Ich bin begeistert. Hier unten ist nichts zu essen. Diese Knochen hier. Was sind denn das für Knochen? Von was sind das Knochen? Kann mir das mal einer erklären? Das Einzige, was es hier unten zu essen geben könnte, wäre so ein leckerer Pudding der Leiden. Aber der ist ja viel weiter unten. Ach, sieh an, hier ist schwarzer Schlamm. Ich red gerade noch davon und schon ist er da. Kommt mal hier rein, Leute. Honks. Da schießt sie mit ihrer Pistole auf den Pudding, unwissend, dass das absolut keine Wirkung hat. Ja, nehmen wir alles mit. Denn ich versuche gerade hier nur... den Kampf gegen den Drachen hinauszuzögern. Ist ja nicht so als... Oh, ein Ogerhäuptling. Sieh an, sieh an. Der Meister spricht. Ja. Okay. So. Der Meister spricht. Tötet ihn. Ich will seine Hände, seinen Kopf. Er wird Wache stehen. Ja, hat nicht geklappt, ne? Hat nicht hingehauen, oder? Zollers Wendelring. Oh. Dieser schwere, verzierte Silberwendelring ist derart groß, dass er einem sehr großen Oger passen würde. Für jeden anderen Träger wäre er wohl ein äußerst unbequemer Gürtel. Die Runen, die ihm der Länge nach grob eingraviert wurden, lassen vermuten, dass dieser Wendelring auch zeremoniellen Zwecken diente. Die genaue Bedeutung der Runen kannst du aber nicht mehr entschlüsseln. Ist ja auch nicht so, als würde ich das tun wollen. Oh, Mechanik plus 2. Ui, und Gewandtheit plus 1, das ist doch was für Palegina. Das könntest du mal... Ich pack sie mal gerade ein bisschen freier. So, die nimmst du mal, weil dann hat sie Mechanik... dann ist ja... Dann brauchen wir gar nichts mehr zu fürchten an Schlössern oder sonst irgendwie was. Weil dann... Was hat sie denn aktuell an? Macht plus 2. Und damit wärst du bei Mechanik... 15! 15! Gürtel des Töten. Ja, Macht plus 2 war für sie auch vollkommen sinnlos. Das wäre ja eh relativiert worden durch den Gürtel des königlichen Todesfeuerkanoniers. Da habe ich ja gar nicht mitbekommen, dass der aufgestiegen ist. Also ich habe es schon mitbekommen, aber ich habe nicht gesehen, was genau der macht. Insofern packen wir die Panzerhandschuhe mal. Ja, und das hier packen wir jetzt auch mal. Kann ich jetzt gerade nicht brauchen, tut mir leid. So, diese Dinger hier kann ich auch wegpacken. Die Zettelchen sind nicht mehr relevant. Das haben wir ja alles schon rausgefunden. Ist denn hier noch irgendwas?
Die Wand wird von einem verrosteten Schild geschmückt, der selbst mit einem vielblättrigen Baum dekoriert ist. Auf einer kleinen Plakette am Sockel steht der Graf von Jenwald. War das der Oger hier? War das der Graf? Das ist ein sehr kurioser Graf. Also, wir müssen nie wieder in der Leuchthöhle rasten, um Mechanik plus 2 zu bekommen. Wobei, wir haben es, glaube ich, gerade auch noch, ne? Die wäre jetzt, glaube ich, bei 13. Genau. 2 Halle der Magieschmiede. Ja, sie wäre dann jetzt insgesamt bei 13 jederzeit. Und wenn wir dann noch den Rastbonus mit dazu haben, ist sie bei 15. Ich glaube nicht, dass es im Spiel ein Schloss gibt, das dem nochmal widerstehen kann. Vor allen Dingen, ich glaube, sie kann bei Zeit nochmal aufsteigen. Wie weit ist Palegina denn da beim Aufsteigen? Ach ne, sie ist vor kurzem erst aufgestiegen. Na gut, na gut. Dennoch bin ich... Oh, wer liegt denn hier? Eine Leiche mit Geld drin. Und das interessiert uns nicht weiter, was mit der Leiche ist. Ne? Das ist einfach... Die liegt halt da. Ne? Die ist halt immer da. So, hier führt noch ein Weg hoch. Den würde ich gerne noch mitnehmen. Und dann nehmen wir aber auch schleunigst die Treppen hinunter. Oder machen wir noch den nächsten Level? Schleich nicht herum, komm ins Licht. Hallo? Von den flackernden Fackeln in oranges Licht gehüllt sitzt eine massive Kreatur auf der entgegengesetzten Seite dieser weiten Kammer. In dem Raum stinkt es beißend nach Blut und Innereien, und als sich der Oger erhebt, weht ein übelriechender, den Staub unter seinen Füßen hochwirbelnder Windstoß in deine Richtung. Wenn sie nur gewusst hätten, wie viele ahnungslose Narren in mein Lager spazieren würden, sie hätten mich nicht ins Exil geschickt. Trotz seiner Worte studiert dich der Oger leidenschaftslos. Seine bleichen, grimmigen Gesichtszüge sind voller Streifen getrockneten Blutes. Andererseits glaube ich, dass sie einfach den Geschmack an Mensch verloren haben, da sie sich nun schon so lange aneinander gelabt haben. Ah ja, hier haben wir die Erklärung. Der Oger wendet sich ab. Ich werde nicht zum Essen gemästet werden. Du wurdest ins Exil geschickt? Geh nur ein kleines Stück nach unten, dann wirst du herausfinden, was aus uns geworden ist. Früher waren wir ein Dutzend und jetzt sind wir nichts. Unsere große Anführerin von Stimmen in die Raserei getrieben und unsere Krieger verzehren einander. Und ich, der Feigling, warte hier allein auf den Tod. Einfacher gesagt als getan. Er deutet auf einen Haufen aus Knochen und Kleidung. Der Hunger hat seinen eigenen Willen. Oberin Zoller weiß das nur zu gut. Zoller ist tot. Ich erschlug sie und ihre Krieger, bevor ich hierher kam. Tolga atmet wieder tief ein. Mehrere Augenblicke lang sagt er nichts mehr. Dann sollte ich dir wohl danken, Mensch. Du hast mehr getan, als ich es jemals könnte. Ich empfinde keine Dankbarkeit, aber nimm das hier trotzdem. Wohin ich auch gehe, werde ich das nicht benötigen. Kümmere dich gut um diesen Ort, Mensch. Er hat mehr als meine Leute beseitigt. Rundels Pracht. Ah ja, ich verstehe. Ich werde Zoller so in Erinnerung behalten, wie sie früher war. Vielleicht werde ich sie in einem anderen Leben wiedersehen. Oh Mist, ich hätte... Oh. Ich hätte nochmal fragen sollen, so ein bisschen über die Hintung... Mist. Ich hätte zuerst... vor allen Dingen, wir sind ja auch zuerst hier entlang gekommen. Warum bin ich nicht direkt hier reingegangen? Mann! Ein Pfeifen im Schiff. Der Zochinesee in den Xamitel-Ebenen ist berühmt für die wunderschönen Blumen, die jedes Jahr im Frühling mehrere Wochen lang an seinem Ufer blühen. Die örtlichen Bauern ernten die Blumen für ein Frühlingsfest in allen umliegenden Dörfern. In den letzten 3 Jahren sind bei der Blumenernte 4 Bauern verschwunden. Es gab keine Augenzeugen für die Entführungen, aber die Einheimischen berichteten jedes Mal, dass sie aus dem hohen Schilf ein hohes Pfeifen gehört hätten. Wenn die Entführten wenige Tage später am Ufer des Sees wieder auftauchten, scheinen sie glücklich zu sein und lächeln, sind sich aber der Welt um sich herum nicht bewusst. Die seligen Opfer erholen sich von diesem Zustand nicht mehr und sterben wenige Wochen später. Die Philosophen des Klosters in der Nähe des Zochinesees rieten den örtlichen Herrschern, sich Hilfe von außerhalb zu holen. Das klingt nach einer Aufgabe für Durins, oder? Auf in die Welt, Durins. Oh, mir fällt da gerade auf, wir haben beim Kampf ein paar Leute verloren. Oh, so kann das ja nicht gehen. Wen haben wir denn verloren? Anwerben plus 2. Ich glaube, wir haben nichts Wichtiges verloren. Dann nehmen wir nochmal den Goldpakt-Ritter.
Und dann brauchen wir noch ein bisschen. Wie wäre es denn mit einem Gedankenstürmer? Jetzt sind wir bei 40 und dann würde ich noch einen Skaldvagabunden nehmen, vielleicht. Ja. Jetzt sind wir bei 42, 42. Ich denke mal, das ist eine ausgewogene Angelegenheit. Ja, passt. Oh, da ist ja noch was. Wow, ich bin begeistert. Ja, wisst ihr was, dann machen wir das jetzt so. Ich gehe jetzt doch nochmal die nächsten Stufen hinab. Einfach, dann haben wir nämlich alles erkundet. Dann haben wir alles gesehen, alles ist gut. Alle sind zufrieden, alles ist super. Und vor allen Dingen, wenn wir da nochmal so eine Geschichte finden wie hier mit dem Oger, wäre ja auch schade drum, wenn wir das auch noch verpassen. Ich meine, es ist unsere Burg. Ja, da müssen wir doch wissen, was da drunter ist. Wir können die einfach ein paar Stufen auslassen. Einige der Personen, denen du in der Welt begegnest und mit denen du kämpfst, können gefangen genommen und in deine Festung eingekerkert werden. Oh ja, ich weiß. Und wir können noch ganz andere Dinge mit ihnen dort machen. Dies ist eine alte Ädyrgruse. Ja, jetzt willst du mich aber veralbern, oder? Stufe 4, ach ja, Stufe 4 haben wir gesehen, als wir hochgegangen sind, um zu gucken. Ja, ich verstehe. Okay, wir haben alles gesehen. Super. Dann komme ich ja doch nicht um den Kampf mit den Drachen herum. Was können wir denn sonst noch? Wir könnten noch auf Vogelsuche gehen, die wir dem Orlana bringen müssen. Ich wollte das doch unbedingt tun. Ich habe doch immer gesagt, boah, das ist eine Quest, die muss ich unbedingt nachverfolgen. Ja, das macht Sinn. Ja, ist okay. Auf zu Stufe 14. 4 Stunden. Na gut. Wir kommen ja so oder so nicht drum herum und ich werde direkt mal die Fähigkeit nutzen, die wir gelernt haben von der jungen Dame. Nämlich, dass wir damit ja Drachen, ja, zumindest ein bisschen herunterhauen können. In der Hoffnung, dass wir es schaffen. Ich gehe zwar nicht davon aus, also ich gehe jetzt wirklich davon aus, beim letzten Mal haben wir es ja auch versucht, da habe ich zwar nur einfach angegriffen, aber gut, sei es drum. Ich sollte jetzt einfach wirklich alles an Sonder- und Spezialfähigkeiten nutzen, die nur irgendwie möglich sind. Ich werde aber jetzt hier unten auch nochmal speichern, damit ich das Ganze nicht nochmal wiederholen muss, falls wir hier unten drauf gehen. Speichern. Jetzt scroll mal runter. Ich habe viele Speicherungen. Das liegt daran, dass ich immer nicht versuche. Ja, jetzt habe ich Blödsinn geredet. Nein. Das liegt daran, dass ich gerne oft speichere, falls mal irgendwas mit der Aufnahme kaputt ist, wie das ja schon mal geschehen ist. Dann kann ich nämlich zurück zu einer sehr alten Speicherung und kann das quasi wieder herstellen. Bevor dann irgendwie so ein ganzer Abschnitt vom Spiel verloren ist. Hallo Drache. Ich wollte das nicht, das war ein Versehen. Es tut mir leid. Auf geht's. Schuppenbrecher. Also pass mal auf. Erstmal ist natürlich das Wichtigste, ihr greift alle an. Eda. Du könntest mal deinen Ansturm einsetzen, oder? Genau. Schnapp dir mal den Drachen am Arm. viel Spaß damit. Wiederbelebende Ermunterung. Ja, ja, ist okay. Eingeschworener Feind. Markiert einen Feind als Ziel der rechtschaffenden Raserei des Paladins. Dann markieren wir mal diesen hier. Sagani, was machst du in der Zwischenzeit? Einen verwundeten Schuss. Verwundeten Schuss. Markierte Beute. Bestimmt ein Ziel als Beute, wodurch der Waldläufer und sein Tier gefällt. Ja, markieren. Erlauf, jetzt ist deine Zeit gekommen, mein Freund. Deine Zeit ist gekommen. Du zauberst mal ein starkes Phantom von dir selber. Und die trauernde Mutter kann hiervon noch gar nichts einsetzen anscheinend. Na gut. Eine Verstandslanze. Aha. Komm, machen wir die Verstandslanze. Und wir selber nutzen dieses Ding. Well. Hat er es jetzt benutzt, ja? Oh ja, ich sehe schon. Wir sind natürlich gut dabei. Dann machen wir mal die Heilung von ihr. Hatten wir nicht noch mehr super Fähigkeiten, die wir nutzen konnten? Jetzt brauche ich langsam mal. Langsam bräuchte ich mal. Ja, dann können wir noch mal so ein Kettenblitzchen auf die Zaurip hier unten. So, und dann könnten wir noch mal... ach,
komm, dann machen wir noch einen Kettenblitz hier unten hin. Warum greifst du eigentlich nicht an? Kannst du mir das mal erklären? Oh oh, Erlauf hat's erwischt. Es hat einige erwischt, sehe ich gerade. Das ist nicht so gut, das ist nicht so gut. Pass auf, ich muss mal Hand... Oh mein Gott, die sind ja schon alle hier mehr oder weniger am Ende. Da müssen wir mal Hand auflegen. Dem Tode nahe, dem Tode nahe, komm schon. Das bekommt ihr hin, Leute. Haben wir noch irgendwelche Spezialfähigkeiten, die wir nutzen könnten? Wiederbeleben, Erlauf. So, und jetzt kann Erlauf nämlich wieder zaubern. Sehr schön. Kettenblitz auf den Drachen. Ja, wir haben es geschafft. Zwar mit groben Verlusten, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh. Gibt's denn hier... Warum sind die denn immer noch im Kampf? Ihr könnt wieder aufstehen, Leute. Oder ist ja noch irgendwas? Habe ich hier irgendwas verpasst? Es besteht schon lange kein Kampf mehr, Freunde. Oder sind hier unten noch irgendwelche saure Priester, die wir auch noch umbringen müssen? Ach, sieh an. Ja, saure Priester, Priester sind natürlich keine Gefahr für uns. Ja, wir haben den Drachen besiegt. Ich bin erheitert bis Wohlgemut. Da kann ich ja jetzt gar nicht sagen, oh, ich musste neu laden. Oh, war alles so schlimm. Was hat denn er dabei? Er hat ein Dracheneier oder vier Dracheneier und Adraschuppen. Oh, oh. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Und was liegt hier? Das sind... Na, komm. Ja, so. Adragan. Gut, wir müssen auf jeden Fall rasten, wenn wir oben sind. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn besiegt. Was hast du? Der Enttäuscher. Einzigartige Pistole. Der Enttäuscher wurde als mächtige, zuverlässige Waffe angepriesen, hat jedoch jeden seiner unglückseligen Besitzer stets im Stich gelassen. Wie gut, dass wir sie gefunden haben. Eine schreckliche Waffe, die jeden enttäuscht, der sie verwendet. Auf den ersten Blick scheint sie gut gefertigt zu sein, doch bei näherer Betrachtung offenbart sich der schlechte Aufbau und die schlampige Fertigung. Auch wer die Waffe an ihrem Aussehen als minderwertig erkennt, versucht dennoch gelegentlich, sie zu verwenden, nur um zu sehen, ob es nicht vielleicht eine kluge List ist und die Waffe in Wahrheit ein Artefakt von gewaltiger Macht ist. Von einem Meister gefertigt, der ihre Einzigartigkeit verbergen wollte, dem ist nicht so. Großartig. Ich bin froh, dass wir diese Waffe gefunden haben. Das wird uns einen essentiellen Vorteil im weiteren Verlauf des Spiels verschaffen. Ich weiß nicht, ob das unfair ist, jetzt diese Waffe zu besitzen. Der Adra ist derart glatt, dass man die Meißelspuren kaum spüren kann. Ja, dann wäre der Meister in der Tiefe auch beseitigt. Das Problem wäre jetzt gelöst. Da kann man nicht meckern. Da kann man nur sagen, okay, das ist vorbei. Gibt es denn hier hinten noch irgendeinen Schatz? Was wollte er denn hier verbergen? Hallo? Geht's hier noch irgendwo hin? Was ist denn hier? Oh, Gold. Du greifst bis zur Schulter in den Haufen hinein, aber trotzdem kommst du nicht bis zum Boden. Kleiner Erlöser. Kleiner Erlöser war der Beiname, der einem orlanischen Krieger vom Stamm des Kompass der Führung verliehen wurde, der während des Krieges des zerbrochenen Steins Clan Fatana wie auch Siedler verteidigte. Er versuchte jeden von den Vorzügen eines Friedens zu überzeugen, der bereit war, ihm zuzuhören. Da das jedoch kaum jemand war, stürzte er sich in unzählige Schlachten und beschäftigte die Aggressoren, während die Wehrlosen flohen. Ein schöner Schild. Das gefällt mir. Was haben wir hier? Minolettas Zauberbuch. Ach so, das ist hier. Ja, okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, kann man mal mitnehmen. Mhm. Oh. Vengiata Rugia. Einzigartige leichte Rüstung. Erholungsgeschwindigkeit, Vergeltung. Plus 10 Schaden gegen flankierte Ziele. 6 Schadensreduktion. Aha. Effekte, Charaktere treffen selbst. 6 bis 10 Stichschaden, Genauigkeit gegen Abwehr. Aha. Ja, okay. Ach so, die Rüstung macht Schaden. Nee. Diese hervorragend gefertigte Rüstung ist dunkelbraun gefärbt. Die Farbe ist ungleichmäßig und fleckig, als wäre die Rüstung von einem Amateur gefärbt worden. Was sie in gewisser Weise auch wurde. Vengiata Rugia, Rote Rache, wurde von einer jungen Valianerin getragen, die mit ansehen musste, wie ihre Familie von Söldnern im Dienst einer mächtigen Fürstin ermordet wurde. Als die Behörden sie befragten, gab sie an, das Trauma hätte jede Erinnerung an den Vorfall ausgelöscht. Heimlich aber bildete sie sich zur Kämpferin aus.
Da sie keine Rüstungen oder Waffen tragen konnte, ohne aufzufallen, nahm sie eine Stellung als Näherin an und lernte, ein robustes Gewand zu nähen, das ihr Schutz bot, ohne zu viel Aufmerksamkeit zu wecken. Zudem ersetzte sie den Knauf eines Stiletts durch den Griff einer Ahle, sodass sie es jederzeit bei sich tragen konnte. Als sie schließlich im Umgang mit dem Stilett geübt war, zog sie aus, die Mörder ihrer Familie zu jagen, in ihre unauffällige, gepolsterte Rüstung gekleidet. Sie richtete die Mörder einen nach dem anderen und tränkte jedes Mal einen Teil ihrer Rüstung in dem Blut ihres letzten Opfers. Oh, wäre das vielleicht was für Ella? Oh, Wendgeer, eine einzigartige Armbrust, Unterbrechung, Schaden ist gar nicht mal so schlecht, plus 20% Angriffsgeschwindigkeit und, hervorragend, plus 12 Genauigkeit, plus 45% Schaden, wow. Wendgeer oder auch Windspeer war einst ein Familienerbstück eines mächtigen Hauses, das den ersten Fersenings und Macwins von Aedir diente. Als das Reich Aedir gegründet wurde, wurde Wendgeer an der Spitze der vereinigenden Armee getragen, um die Anführer gegnerischer Truppen aus großer Entfernung zu töten. Die Präzision der Waffe, die eine der frühesten, effektivsten Armbrüste war, brach den Willen aller, die entschlossen waren, sich zu widersetzen. Das geben wir mal Sargani nur für alle Fälle. Und dann haben wir hier unten noch was, ne? Oh ja, noch ein... Oh. Puitente med Principi. Puitente med Principi, Macht der Prinzen, wurde von einem valianischen Abenteurer bei der Plünderung engvitanischer Ruinen entdeckt. Als seine Gruppe von einem Clan von Xaurips überfallen wurde, zwang er die Angreifer durch die mächtigen Angriffe des Zepters in die Knie. Sein Kamerad beobachtete das im Kampf und rief, »Das Zepter hat die Macht der Prinzen. Sie knien vor dir nieder.« Ja, ist eine schöne Geschichte. Okay, ich bin reich. Ab sofort bin ich reich. Nichts Neues zu berichten. Schön. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Kann man ja im verborgenen Modus umschauen? Aha. Nein, anscheinend nichts. Nun gut, dann ist dem wohl so. Der Kampf gegen den Meister der Tiefe war schwer. Wir haben es gesehen, wir hätten fast unsere gesamte Truppe verloren. Und ich glaube, wenn wir nicht wirklich alles eingesetzt hätten, was wir dann da eingesetzt haben, letztlich auch, wäre das, glaube ich, auch schief gegangen. Bin mir jetzt nicht so sicher. Naja, hier liegt er erschlagen und wird nie wieder ein Problem machen. Das finde ich gut. Das heißt, wir können wieder nach oben hochklettern und werden jetzt... Ja, ihr seht es richtig und hört es richtig... Wir werden uns jetzt aufmachen, um in die Grube hinabzusteigen, denn, ja, die Prüfung von Durance bleibt noch übrig, ansonsten Durgans Batterie, aber das gehen wir ja, wie gesagt, in einem anderen Projekt dann hier nach an. Und hier unten hält man noch das mit den Vögeln, oh. Ach so, die Klinge, die wir hier unten gefunden haben. Boah. Muss ich jetzt wirklich die gesamten endlosen Pfade nochmal durchstreifen, um herauszufinden, wo die Klinge ist? Ja, und Gesang der Wildnis. Aber wie gesagt, diese Quest, die werde ich nicht machen. Ich werde dem doch keine Vögel zum Essen geben. Gut, ich muss mal überlegen, ob ich das hier noch eventuell vorher mache, wenn wir schon mal hier sind. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe keinen Bedarf, 15 Level abzuklappern und überall zu schauen, ob ich irgendwo was übersehen habe. Das heißt, es könnte sein, dass ich vielleicht nachgucke, wo diese Dinger liegen und die dann einfach mitnehme. Ja, ich bin unschlüssig. Oder wir lassen es einfach sein und sagen, sei es drum. Dann haben wir eben die Klinge nicht gefunden. Dann haben wir eben, ja, also im Grunde kann ich auch sagen, sei es drum. Dann ist das Einzige, was für uns jetzt tatsächlich noch übrig bleibt, nämlich, ja, in dieses Loch da runtersteigen und, ja, Taos konfrontieren mit dem, was geschehen ist. Und dann mal gucken, was dabei rumkommt. Und wir müssen ja immer noch, oder haben zumindest den Auftrag von den Göttern, mit denen wir gesprochen haben, die Seelen, die da unten offenbar gesammelt wurden von der Hohlgeburten, oder von den Hohlgeburten, die entweder zu befreien jetzt, wie es Hylia von uns wollte, oder, naja, sie der Entropie zu übergeben, wie es Rümmergan von uns wollte, dann mal schauen, was wir dann letztlich machen werden. Hängt vielleicht auch davon ab, was uns erklärt wird, wie es dann letztlich da aussieht mit den Seelen oder was im Hintergrund passiert. Vielleicht kriegen wir noch einen kleinen Hinweis darauf, was nachher passiert. Wäre zumindest wünschenswert. Wie gesagt, ich werde eine Speicherung anlegen, bevor wir da runtergehen und dann werden wir hier jetzt quasi sofort im Anschluss, ich vermute mal, das Ende der Geschichte erleben. Ja, und hier ist schon wieder Aufruhr. Verstehe nicht, warum. Nun gut. Ja, und dann werden wir
nachdem die trauernde Mutter aufgestiegen ist und wir gerastet haben, uns dem Ende der Geschichte widmen. So, Heimlichkeit hoch. Was kannst du? Stasishülle oder Zeitparasit? Stasis schildert in 29. Oder, achso, das können wir beides lernen. Ja, dann nehmen wir doch beides, oder? Was macht das denn? Angriffsgeschwindigkeit, Genauigkeit, Binne, Stiel. Achso, okay. Wird langsamer. Schön. Nehmen wir. Alles in Ordnung. Sehr schön. Gut, dann werde ich jetzt noch einmal rasten, wenn wir schon mal hier sind. Mechanik plus 2 brauchen wir nicht mehr. Glaube ich zumindest. Wir sind ja jetzt schon bei 13 angelangt. Ich glaube, es gibt wenig, was mehr als... Moment, 13 wäre dann mit einem niedrig, 14, 15. Ich glaube, es gibt mehr, was 15 Mechanik brauchen würde. Ich glaube, da sind wir jetzt schon so hoch, wie wir können. Insofern würde ich was anderes mitnehmen, nämlich Macht oder Überleben, Wahrnehmung, Heimlichkeit, Gewandtheit. Plus 2 Athletik, plus 3 Verfassung. 3 Rastpausen lang, plus 3 Macht. Wir sind dann mit Übungsgeländebonus rasten. Ja, wir sind dann einfach die Mächtigen. Wir gehen mächtig in das Loch herunter. Und ich weiß ja auch nicht, wie oft wir da unten rasten müssen. Das heißt, dreimal. Oh. Dreimal hätten wir es dann offen. Und Sagani will mit uns reden. Aber das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ihr seid hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin verabschiede ich mich mit einem drachentötenden Tschüss. Außerdem kleinen Lindwurm, den mag ich.